Holz ist nicht nur zum Verbrennen gut, sondern auch ein wunderbarer Werkstoff, zum Beispiel für Messergriffe. Hier mal ein Küchenmesser. Keine Ahnung, was das für ein Holz ist. Das habe ich mal von Miro Acronymity bekommen. Und aus der Ukraine noch eine Lederscheide dazu. Das weiß ich aber. Das ist Olivenholz von Lepus. Das ist Rubinie vom Heidesee, Karlsruhe, Neureuth. Das wiederum weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann das Opinel ist, glaube ich, Buche, die im Olivenholz frittiert worden ist, anschließend geflamed. Hier ist Esche, das ist sehr hell, kleines Buschbeitel. Das beides ist Walnuss und, keine Ahnung, Teak, sehr, sehr hart. Hatte ich ursprünglich für dieses Messer gedacht, als Griffschalen zu machen, aber ich habe mich dann anders entschieden. Das ist ein Haselnussstecken mit einem kleinen Steinsplitter drin. Den hat mir der Geser von Lupus geschenkt. Ja, nebenbei liebe ich auch aus Birkenholz was zu machen, wie zum Beispiel diese Kuxa mit einem schon, da war so ein Birkenporling dran, ein Baumpilz hier auch nochmal, das ist aber ausgebrannt und dann mit Sand rein und fast diesen Durchmesser wie ein Handdrill rausgebohrt, immer wieder gebrannt, gebohrt. Macht Spaß. Jo, das ist meine kleine Videoantwort. Wenn ihr wisst, was das noch für Holzsorten sind, wenn ihr es erkennt, gerne in die Kommentare. Und ciao, Leute.